Was man in den staatlichen Medien im Iran zu sehen bekommt, ist klar die Sicht der politischen und religiösen Führer. Für Journalisten gibt es da kaum Spielraum. Und auch das ist ein Grund für viele, das Land irgendwie zu verlassen, auch Richtung Deutschland, wo gerade ein besonderer Ort entstanden ist für Medienschaffende im Exil. Und zwar mittendrin in Schmerwitz in der Gemeinde Wiesenburg-Mark. Dort hat sich Gret von Petersdorf angeschaut, wie ein Projekt funktioniert, das alle hier weiterbringen soll. Schmerwitz ist wirklich ein Segen für mich. Ich bin so froh, dass ich nicht woanders bin. Denn in Schmerwitz lernen William Nugi aus Südafrika und Sareh Avesi aus dem Iran gerade, wie man Podcasts macht. Immer wenn du sprichst, dann sprich direkt ins Mikrofon und nicht irgendwie daneben. In den nächsten Workshops geht es um Videoschnitt oder auch künstliche Intelligenz. Die Geflüchteten sind froh, dass sie irgendwie anknüpfen können an ihr Berufsleben. Er als Musikexperte und sie als Fotografin. Für mich ist es schon eine Art Heimat und ich habe Ideen, eine Ausstellung zum Beispiel mit Fotos von den Menschen hier im Dorf. Seit Juli gibt es hier das Exile Media Hub Brandenburg im kleinen Dorf Schmerwitz, eine Stunde von Berlin entfernt. Die Projektteilnehmer freuen sich über die hübschen Häuser, die Kirche und Brombeeren. Nur die Schwarzen, die Roten sind sehr sauer. Auf Deutsch Brombeeren. Brombeeren? Die Neuschmerwitzer nehmen Kontakt auf mit den Altschmerwitzern und brauchen ja auch noch etwas für das Abendessen. Einpackung. Einpackung. Ja. Nur einmal? Ja. Einmal. Dankeschön. Sie müssen aber immer wieder die Pappe mit zurückbringen. Ja. Nachhaltigkeit auf dem Land. Die Fotografin ist auch Frauenrechtlerin. Im Iran wurde es zu gefährlich für sie. Nun also Schmerwitzer Motive. Eigentlich wollten sie hier keine Flüchtlinge mehr. Es seien schon genug, meinten die Schmerwitzer. Aber das Projekt mit den speziell ausgesuchten Medienschaffenden war dann doch okay. Die sind dankbar, hier im Dorf zu sein, aber gefrotzelt wird auch ein bisschen. Das ist hier das Zentrum, die Busstation. Der Anfang vom Ende. Hier beginnt der Fluchtweg nach Berlin. Dass sie hier sind, liegt auch am Bürgermeister Marco Beckendorf. Er will Urbanität und Innovation in die Region bringen. Der Ort Schmerwitz wird durch das Projekt Teil des Netzwerkes von Coworking Spaces in der Region, also dezentrale IT-Arbeitsplätze zur wirtschaftlichen Belebung fern der Großstadt, nun also mit Geflüchteten. Wir haben das abstimmen lassen im Dorf, weil das Dorf schon so viele Geflüchtete aufgenommen hat. Haben wir gesagt, okay, jetzt aber dann bitte auch, wenn wir die Zeit haben, abstimmen. Und wir werden das im halben Jahr nochmal abstimmen und gucken, ob wir das Projekt dann verlängert bekommen. Er kommt gern vorbei, fragt nach ihren Plänen. Das Geld kommt aus Lotteriemitteln vom Landkreis und einer gemeinnützigen Organisation für Journalisten, die das Projekt auch umsetzt. Die technische Ausstattung ist gut. Der Clou, auch die Schmerwitzer können Räume und Technik nutzen. Bald als Coworking Space auch diese schalldichte Kabine. Jetzt sind wir in der Startphase, ne? Aber am Ende ist das Haus voll und dann braucht es eben auch tatsächlich in einem Dorf einen ruhigeren Platz. Tayeb Ahmadi, Umweltjournalist, musste aus dem Iran fliehen. Er genießt es nun, ein Einzelzimmer mit Bad zu haben, nach den Erfahrungen in Massenunterkünften. Ich habe es dekoriert, die kurdische Fahne hingestellt, einen Teppich gekauft. Also alles Dinge, die mir etwas bedeuten. Nun Deutsch lernen mit Benjamin. Ich darf. Du darfst. Lernen und von hier für die Umweltorganisation in der Heimat arbeiten. Aber in Sicherheit, ganz wichtig, das gilt auch für die anderen hier. Im Studio geht es voran mit dem Podcast, wie der Hip-Hop entstand. And that's how hip-hop became a big deal until today. Here with you in Deutschland. Hier bleiben, irgendwann Geld verdienen, Schwung ins ländliche Brandenburg bringen. So das Ziel des Projekts.